Ja, wir starten heuer am 16. November in die Saison und sind natürlich fleißigst beim Vorbereiten, sowohl Pisten als auch Gastronomiebetriebe und alles andere, was so zum gelungenen Opening gehört. Haben dann am ersten Wochenende wieder das Ski-Opening mit Bayern 1. Also wir sind mal am Anfang wirklich mit Programm vollgepackt und freuen uns natürlich auch auf eine starke Saison gemeinsam mit unseren Kollegen in Sölden, wo wir ja heuer den gemeinsamen Skipass, sprich die Baudercard, haben. Ja, wir haben jetzt seit ein paar Tagen schon wieder angefangen zu beschneien in Obergurgl, Hochgurgl. Ja, sieht man sich selber, die Temperaturen ist ja ziemlich schwierig. Es ist gestern war starker Wind, heute geht es wieder in der Nacht, haben wir wieder angefangen. Wie gesagt, wir bemühen uns einmal das Beste draus zu machen. Ja, wir in Obergurgl haben da jetzt zwei Systeme. Wir fahren einmal mit Lanzen und einmal fahren wir mit Niederdruckkanonen. Das heißt, ungefähr 120 Lanzen haben wir und ungefähr 50 Niederdruckmaschinen. Und also teilen wir das oft danach auf und wenn wir es einsetzen oder brauchen, teilen wir es auf. Ja, die Wetterlage war in letzter Zeit nicht sehr einfach zum Vorbereiten, aber unsere Teams sind fleißig beim Schneien und beim Präparieren, sodass wir hoffen, dass wir ein möglichst großes Pistenangebot zum Opening zustande bringen. Die restlichen Vorbereitungsarbeiten laufen sehr, sehr gut. Die Events sind alle unter Dach und Fach, die Programme sind gestrickt. Und unsere Teams mit den Kollegen vom Tourismusverband haben wieder alles Menschenmögliche getan, damit es ein sensationelles Ski-Opening in Obergurgl Hochgurgl wird. Obergurgl Hochgurgl als Skigebiet macht aus, dass es sehr interessant zum Fahren ist, also für alle Könnerstufen ist was dabei. Wenn der Schnee passt, dann ist es durch die kleinen Seitentäler, die das komplette Skigebiet durchschneiden, sehr spannend zum Freeriden. Wir bieten heuer mit dem Konzept Fun Mountain ganz was Neues im Bereich Piste an, nämlich mehrere Fun-Slopes, eine Fun-Cross-Anlage, zwei größere Fun-Parks. Und Obergurgl macht natürlich auch die Höhenlage aus, die uns eben diesen frühen Saisonstart ermöglicht. Und was natürlich ganz, ganz wichtig ist, die wunderbare Landschaft, die man da im hinteren Ötztal genießen kann.